Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Bauprojekt hier in Transport FIFA 2. Es fehlt ja nur noch eine Stadt, die noch nicht angeschlossen ist. Und das ist Döbern. Das werden wir mit einem neuen Bahnhof hier anschließen. Und ich glaube, wir machen das irgendwie so romantisch und werden hier da bei dem Fluss so entlang fahren, hier oben drüber. Und ich dachte mir, dass wir dann hier so entlang von der Hauptstrecke fahren und ungefähr bis hierhin, da wo die Signale sind, und den Anschluss hier auf die Kreuzung machen, dass dann hier der Regio-Service, den wir dann hier machen, dann hier reinfahren kann, wo dieser andere Regio von King's Cross kommt. Und der nutzt ja eigentlich nur eine Plattform, also können wir da noch einen zweiten mit reinschicken. Das wäre so mein Plan, dass wir das so bauen. Okay, also hier möchte ich dann auf alle Fälle einen Kopfbahnhof haben. Und die Frage ist, wo bauen wir denn hin? Vielleicht bauen wir den gerade hier so in die Stadt rein. Ich hätte nichts dagegen. Und zwar, wie Mod habe ich mir da ein neues Set runtergeladen. Das muss ich nur noch finden. Ja, genau. GBR Passenger Through Station, also ganz normale Durchfahrtsbahnhof. Und hier auch der Kopfbahnhof. Und wir sagen mal hier 5 Gleise. Okay. Tun das Ganze mal drehen. Ja, und dann platzieren wir das mal. Ich würde sagen. So. Und schauen wir uns mal. Ach, shit. Ah, jetzt haben wir das kleine Gebäude. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Wir sagen hier großes Gebäude. So, genau. Haben wir 1992, da darf das Gebäude gerne modern sein. Und wir haben die Oberleitung. Das finde ich jetzt auch doof. Wir machen das ohne Oberleitung. Na komm. Oberleitung, nein. Ein letztes Mal hier. So, und schaut euch das an, die passenden Plattformen mit Werbung und Co. Da zum Beispiel ein HSD. Das sieht mega schön aus und passt natürlich zum englischen Setting. Ich wünschte, ich hätte das früher gehabt, den Bahnhof. Und hier noch so die Brücke zum Rübergehen, hier das Hauptgebäude, und da sieht auch der Anschluss ganz gut aus. Da sinkt ja so ein bisschen drin. Und das hier, denke ich mal, das kann man so lassen. Wir können es aber hier noch ein bisschen begradigen. Dabei bringt jetzt hier nicht so viel. Naja, aber soll's. Und dann hier noch. Okay. Also momentan ist der Bahnhof eh noch viel zu groß für das. Ja, ich würde es eigentlich immer doof nennen. Die Frage ist, was nehmen wir da als Hauptstrang, was da rausgeht? Wir nehmen mal wieder die englischen Gleise da, diese Bullhead. Und für die Bahnhofseinfahrt nutzen wir. Was sagen wir denn hier? Ja, 30 Meilen pro Stunde, also ein bisschen unter 50. Und ich glaube, ich fahre mit dir als Hauptstrang mal hier so raus. Aber bis dahin noch gerade. Das Oberleitung. Nee, bleib aus damit. Okay, wenn das dann so der Hauptstrang ist, dann werden wir hier. Ich denke mal, wir fahren dann so rein. Hat dahinter der Anschluss für das Gleis, wobei das macht jetzt weniger Sinn. Wir fahren da auf die andere Seite. Dass wir hier sauber den Anschluss hinkriegen. Und hier noch das Gleis hier. Wie sieht das jetzt aus? Ich denke, das ist okay. Wir fahren dann mit modernen Zügen rein, dass wir hier nicht rumrangieren müssen. Andererseits, wir könnten natürlich da noch eine kleine Abstellung machen. Ich meinte, dafür habe ich sogar Signale, Kreiskonstruktionen. Eine kleine Vorlage. Das ist der Weichenbaukasten. Ja genau, da diese Harfe. Ich hätte da gern 4 von dem. Last Section machen wir zu. Das ist alles okay. Ja, Free Tracks.
einen ganz kleinen Turnout. Die Frage ist, wie platziere ich das jetzt am schlauesten? Was ist, wenn ich das offen habe? Das ist dann so. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt mal anders, ein bisschen unkonventionell. Gehen wir mal hier zurück. Kann ich hier die Bullhead machen? Mitrolling, Hochgeschwindigkeits. Bullhead Track. 50 Meilen pro Stunde, das ist ein bisschen viel. Gibt es ein bisschen. Ah, da, hier. Die gleichen wie vorher. Und dann ist die Abstellung hier so nach unten. Mal schauen, wie das aussieht. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Das Einzige, was mir jetzt da ein bisschen stört, ist, dass wir hier keine Puffer mehr haben. Das ist jetzt schlecht. Ist das jetzt bei allen Gleisen so? Ne, da haben wir jetzt Puffer. Okay, dann brauche ich irgendwie Standardgleise. Was? Sind hier wieder Puffer? Ne, es ist komplett ohne Puffer hier. Ich muss mal ganz kurz was googeln und dann bin ich gleich wieder da. So, da, ich glaube, ich habe eine Lösung, und zwar, wenn wir da gerade das Depot jetzt nutzen, als bisschen diese Spitzkerbe, dann haben wir hier so einen Puffer hier. Und Problem ist gelöst. Sehr gut. Es ist ein bisschen schräg, das so zu machen. Aber warum auch nicht? Jetzt haben wir hier das Ganze hier noch ein bisschen schön machen. Wenn wir das größte Werkzeug hier. Das muss ja alles hier gut aussehen. Dann braucht es natürlich noch Signale. Wir gehen natürlich wieder die englischen. Das sind aber keine englischen. Viel zu viele Signale hier. Irgendwas Kleins. Hast du noch ein Cheersignal? Das ist alles auf der gleichen Höhe. Plus, minus. Okay. Sehr gut. Und dann brauchen wir natürlich noch Ausfahrsignale und Autosig bitte erstmal noch nicht. Wir könnten da eigentlich auch so eine Signalbrücke machen. Ne? Das wäre natürlich eine Option. Double Pole. Warum eigentlich auch nicht? Machen wir hier so einen Double Pole. Irgendwo die gleiche Höhe. Hier war wieder einzeln. Du versetzt, dann sieht das ein bisschen doof. Na komm. So, und jetzt brauchen wir hier noch das Floating-Signal. So und einmal so. Ich glaube, das Signal hier. Wobei, ich glaube, das sieht nur so aus. Ne, das ist schon okay, glaube ich. Oder? Ne, das ist doch hier so leicht versetzt. Kann ich dich einfach löschen? Bitte suchen. Wollen wir das nochmal? So schaut, ob wir das sauber rechnen. Ah, es geht nicht. Okay. Ist wie es ist. Und jetzt wäre noch irgendwie schön. Wenn wir hier noch so ein paar drüber haben zum drüber gehen. Das sollte ja entsprechende Assets dafür haben. Ich suche jetzt gerade mal nach GBA. Schauen, ob das irgendwie. Food Crossing. Nice. Gleise 2. Cool. Können wir das dann hier auch nochmal so adden, dass das hier passt?
das ist jetzt nicht... das ist jetzt nicht sauber da. So, mal Gleis 1. Hier wird es noch irgendwie passen. Wie kriegen wir das jetzt hier schön hin? Gleise 2, Half-Biffness, Start, End. Das wird dann quasi der Endmarker hier. Das sieht einfach hier halt ein bisschen kacke aus. Ich glaube, wir müssten da die Gleise am Anfang irgendwie gerade machen, damit das dann halbwegs gut aussieht. Okay, das werden wir jetzt mal machen. Ich hätte nämlich hier gern da so ein Bad zum drüber gehen. Das tun wir jetzt mal weg. Gleise müsst ihr ja noch gemerkt haben. Komm, bitte das nicht mal, dass du gerade bist. Okay. Einmal so und das gleiche Spiel auch hier. Und das letzte hier unten. Ist das jetzt gerade hier? Das ist echt ein bisschen... Jetzt ist gerade. So, da, Assets. Ich möchte hier das wieder so machen. Start both keine. Das sieht jetzt... Start. End. Jetzt hier richtig gemacht. Okay. Und hier brauchen wir das mit ein. Hier seid ihr jetzt hier richtig. Ja, ganz so passend tut es jetzt mir, tut es jetzt dann nicht, ne. Andererseits hier unten brauchen wir es auch eigentlich gar nicht. Da muss man ja gar nicht hin. Das reicht, wenn das hier so ist. Das heißt, wir werden den Boden hier nochmal leicht anpassen. Naja, wirklich viel hat es jetzt nicht gebracht. Okay, dann haben wir hier da so einen Übergang und dann jetzt nochmal die Signale. Gibt es so einen Double Polar. Höhe. Einmal Single da. Vielleicht ist jetzt das mit dem... Na komm, geh da hin. Ja, jetzt sieht auch das hier viel besser aus. Okay, das gefällt mir. Jetzt müssen wir den Anschluss hier natürlich neu machen. Alles weg hier. Welches ist das Hauptgleis? Das hier... mit 50 hier betreuen. So, hier die Gerade. Und dann den Anschluss von dir machen wir da recht weit hinten. So. Zweiter Anschluss hier auf das Äußerste. Und dann fahren wir hier da so rein. Wunderbar. Bin ich erstmal zufrieden. Coole Sache. So, tada. Jetzt schauen wir mal, was wir hier dekomäßig noch machen können. Was kann man da hin platzieren? Gute Frage, Signalböcke, Werbung brauchen wir nicht. Wir könnten natürlich da noch einen Zug hier reinstellen. Ich könnte eigentlich gleich machen. Nehmen wir hier so meine Class 50. Wenn wir dann die passenden Wagen sehen. Ah, da hätten wir noch die DMUs. Waisentrain. Okay, ja, die stellen wir da auch mal rein. Einmal so, DMS. Thank you.
Passt. In AMD Livery. Das ist generic. Great Western. Also Great Western lassen wir mal hier stehen. DMSL. Ein bisschen versetzt hier nach vorne. Wo kommst du hier hin? So, da. Cool. Wir brauchen aber nach wie vor so Personenwagen. Das sind jetzt die kompletten Einheiten hier von dem. Okay, British Rail Class 155, Class 90, Güterwagen, das sind nur die anderen. Oh, da gibt es wieder so Kraterzeugs. Ah, sehr gut. Kann ich gerade hier wieder ein bisschen was hinpflanzen? Rifleboards könnte man noch beim Bahnhof hinmachen. Ja, so Kisten. Habe ich auch gerne hier irgendwo mal platziert. HST. Das ist aber nur der Steuerwagen. Ja, ist nur der Steuerwagen. Oh, natürlich. Wir brauchen natürlich hier ein Stellwerk. Ich glaube, das platziere ich da so in die Mitte rein. Laternen, die könnte man auf alle Fälle hier reinmachen. War das ein anderer besser? Ja, da ist noch mehr Klatter. Sehr gut. Eine Kabeltrommel irgendwo mal hin. Was haben wir hier? Check. Tent. Nee. Beam. Ja, das bauen wir hier mal so hin. Barrel. Ja, perfekt. So Scaffolding. Nein, das brauchen wir nicht. Ah ja, die gefällt mir besser. Die machen wir jetzt hier hinten noch hin. Sie da so einmal. Na komm, zweimal. Dreimal. Das gleiche hier hinten. Na toll, jetzt haben wir es auf der Schiene platziert. Das ist natürlich nicht so schlau. So. So. Und so. Dann irgendwo in der Mitte noch. Irgendwie hier so. Und ich habe schon wieder falsch platziert. Okay, fair enough. So, da haben wir sonst ein paar interessante Sachen zum Platzieren für hier. Könnte eigentlich so ein Generic Building mal hier irgendwo hinten hinstellen. Ansonsten, das ist alles nicht so interessant. Personen brauchen wir jetzt auch nicht. Das wäre ein Gebäude, Wasserturm. Nee. Dieseltankstelle. Eine Dieseltankstelle wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber die machen wir auf die andere Seite. Da so rein. Bahnübergänge, Steineübergänge, Trucks, Leitern und Co., Gebäude. Ich wünschte, ich hätte wie so ein Filter, dass ich nur so ein bisschen Klatterzeugs hier drin habe. Weil die Kategorien, da sind alle ein bisschen für den Arsch, da macht jeder so sein eigenes Ding. Industrien, das brauchen wir auch nicht. Ah, ist das Schild mit 25 jetzt eigentlich noch da? Das hatte ich ja da vorher irgendwo platziert gehabt. Wo ist... Nein, das ist weg. Okay, 25. Ah, das macht ja vielleicht Sinn, wenn wir ein bisschen weiter rausfahren. Südli. Langweilig, langweilig, langweilig. Tube Stock, das ist dann später für die Wagen. Das ist auch uninteressant. Ja, und deswegen brauchen Schönbauten immer so lange, weil ich so ewig lange nach diesen Assets da suche. Na, ja, das sind ganze Loks und Wagen. Nichts Interessantes. Oh, was ist das? Das ist ein bisschen zu fett, dass man das da irgendwie dazwischen reinklatschen könnte. Ja, okay. Ich glaube, das mache ich ein bisschen später, dass wir das hier noch ein bisschen schön machen.
Ja, und dann auch das gleiche hier mit den Wagen. Ich glaube, das war für mich, weil mit den Wagen Selector, den ich da habe, da braucht eh immer Jahrhunderte, bis er geladen hat. Und dann zeige ich euch das. Währenddessen bauen wir jetzt hier mal die Strecke fertig, weil das geht schneller. Das heißt, wir gehen hier auf Bullhead und wie schnell lassen wir die Züge da fahren? 160, 140. 144 klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Wenn die dann hier so raus. Gerade. Müssen wir auf alle Fälle mit der Landschaft hier noch ein bisschen spielen. Mal kurz orientieren. Ja, okay, wir machen dann da vorne so eine leichte Kurve. Können dann noch mal ein bisschen weiter nach vorne fahren. Dann hier so die Kurve. Nice. Einfach mal hier so am Fluss entlang. Kannst du bitte mal kurz auf gerade snappen? Das wäre voll super. Ne? Da ist der Snap-Punkt. Sehr gut. So vorbei. Warte. Hier so, warte mal, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da hinten. Ganz leichten Kurve. So, einmal snappen mit gerade und jetzt fahren wir dann hier auf die Hauptstrecke rein. Ich denke, irgendwie so macht es Sinn. Hier mal kurz gerade fahren können. Dann schließen wir da irgendwie rein. Ach, jetzt dachte ich, wir haben da so einen Bahnübergang. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Okay. Wo ist der Anschluss? Der ist da hinten. So, da, bis hier hin. Jetzt wäre es natürlich schlau, wenn wir das hier neu machen und komplett durchziehen. Das heißt. Probieren wir das mal. Wenn ich jetzt von hier das Gleis so nehme. Oh, das funktioniert. Cool, dann müssen wir aber hier noch eine Doppelkreuzung draus machen. Hier ist es ja eh schon. Ist die Linie jetzt wieder korrekt? Ja, ist sie. Okay, dann brauchen wir auch hier noch ein Signal, damit wir da Block haben. Cool. Gefällt mir. Da, Terrain Tool. Machen wir das hier nochmal wieder schön. Das gefällt mir eigentlich, wie da die Linie da reinkommt. Wir müssen hier nicht das Größte nehmen. So. Okay, da freue ich mich auf jeden Fall schon mehr auf die Mitfahrt. Das, glaube ich, wird geil aussehen. Mit immer wieder so ein Waldstück zwischendrin. Wir könnten eigentlich noch irgendwo so eine Ausweichstelle hinmachen. Im Fall der Fälle. Cool. So, 104, ah, das waren 90, 90 Meilen pro Stunde. Assets UK. Das heißt, ab hier hast du 90 und bei der Einfahrt sind es 25. Das machen wir mal hier so hin. Das gleiche auch hier hinten. Wo ist es? Gilt dann für das Gleis da. Nice. Linie. Ich hätte gern, dass du von da. Darauf fährst und hier darfst du beide Bahnsteige nutzen. Aber mit Bahnsteig 1 hast du ein Problem. So.
Bahnsteig 2 geht, aber Bahnsteig 1 geht nicht. Wieso ist das so? Bei Bahnsteig 1 ist er genauso angeschlossen. Also ich kann ihm hier, warte mal, wir machen jetzt immer eine andere Farbe. Rot. So geht Bahnsteig 1. Und Bahnsteig 2 kann er so nicht nutzen. Okay, verstehe ich überhaupt nicht. Okay, dann kriegst du jetzt mal fix Bahnsteig 2. Das sollte erstmal passen. Cool. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen Schirmbaum machen. Ich werde hier noch ein paar Züge hinstellen und das ein bisschen verfeinern. Und das zeige ich euch gleich, wenn es dann fertig ist. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder da und das ist Take 2. Eigentlich habe ich die Episode schon fertig gedreht, aber den Part mache ich jetzt nochmal, denn ich habe im Edit bemerkt, dass ich die ganze Zeit keinen Game-Sound hatte. Das ist beim ersten Teil, also bis hierhin gar nicht mal so ein Problem, da war ich eher am Rumbauen, da passiert gar nicht so viel, aber im zweiten Part, da machen wir jetzt hier die Mitfahrt, ja, da wäre es dann schon cool, wenn wir einen Ton hätten. Also sorry schon mal dafür, aber ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe. Also ich habe hier das Depot ein bisschen ausgebaut. Hier habe ich so eine Parkstraße hingemacht, dass man hier parken kann. Eine kleine Fabrik, ein paar Wohnhäuser, da Fahrradständer zum Abstellen. Da hat es einen Imbiss, so einen chinesischen mit so einem kleinen Kiosk nebenan. Ein bisschen Bauzeugs, habe noch einen Zaun hier reingemacht, habe das noch ein bisschen eingepinselt, damit das hier nicht ganz so leer aussieht. Und ja, das ist so ein Mini-Industriebezirk hier drin, wo die Leute so hinkommen. Vielleicht wächst dann auch noch was. Und auch hier habe ich hier die Züge hingemacht. Mit Deltic, mit Mark III Wagen, da auch hier im Intercity Livery mit einer Class 45, da hinten ist noch eine, da haben wir unsere Regio und der Zug hier da, mit der Deltic, müssen Sie sind zwei Deltic, sind das auch noch eine, hat die Pullman Luxuswagen hier dran. Ich dachte mal, für so eine schöne Strecke ziehen wir da einen Luxuszug hin. Und dann könnt ihr da richtig gut dinieren, die Fahrt genießen und die Aussicht. Und zum Thema Aussicht würde ich sagen, fahren wir mal mit. Nachdem er schon einmal gefahren ist, ist er schon fast voll. Und schauen wir uns das mal an. Jetzt gehen wir mal. Ups. Wenn es geht, irgendwo vorne rein. Na, jetzt sind wir natürlich hinten. Na, das ist jetzt blöd. Haben wir da noch irgendwie eine bessere Ansicht als wie das? Nö. Okay, das ist blöd. Ja, dann machen wir es halt mal so. Und dann schaut euch mal dieses Panorama an. Jetzt wird ihr Gas gegeben. Auf 144 ist überhaupt kein Problem. Ah, halt, ich möchte schon mitfahren. Ah, richtig schön. Schon vielleicht können wir ja mal in die Personenwagen mit reingehen. Oh, das sieht auch geil aus. Schöne Ansicht. Hier. Komm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Innenansicht gibt. Na komm. Wahnsinn. Ah, hier. Abteilwagen. Nochmal Abteilwagen. Das ist die Bar. Leider auf der falschen Seite. Ah, und das ist der Restaurantwagen. Nice. Mal wieder Abteile hier. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist die Küche. Ja. Ah, jetzt können wir hier mal so. Ja, schade, dass wir hier nicht eine echte Passagieransicht haben.
Oh, und da hinten die Mega Skyline. Sehr cool. Und da vorne geht es dann auf die Hauptstrecke. Ich werde dann jetzt nochmal leicht bremsen müssen. Ja. Ja, da haben wir unseren Regio-Shuttle. Da wird uns noch ein paar Mal ausbremsen, glaube ich. Weil der noch recht oft fährt. Haben wir jetzt... Ja, wir haben doch, wir haben Normalspeed. Und die Skyline von Riedberg. Ja, sieht so aus, als wenn wir gerade direkt reinfahren dürfen, ohne anhalten zu müssen. Oh ja. Framestechnisch nicht so geil. Mittlerweile echt überfordert mit dem, was hier alles so drauf ist. Gut, das soll es mal gewesen sein. Das war die Strecke. Mir gefällt sie. Kann ich nebenbahn. Aber mittelfristig muss man vermutlich eine Ausweichstelle machen für einen zweiten Zug. So, jetzt sind es da. Na, jetzt sind schon wieder 97 Leute da. Das wird der Luxuszug nicht alleine schaffen. Keine Ahnung, irgendwo hier dann. Ja, aber ich glaube, es ist erstmal Staffelende für diese Karte. Es ist alles verbunden. Außer ihr habt jetzt noch irgendwie eine Idee, ihr sagt, ja, lass doch mal das da noch bauen auf der Karte, dann ja. Aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause von Transport FIFA machen. Aber keine Sorge, es wird eine neue Staffel geben, beziehungsweise neue Folgen. Aber dann vielleicht mal, keine Ahnung, amerikanisch oder deutsche Bahn oder alles querbeet gemixt mit zusammen. Also keine Ahnung, DB, England, Schweiz, irgendwie so in Zonen, keine Ahnung. Vielleicht machen wir eine ganz lange Karte und machen wie so eine Schnellfahrstrecke mit so ein paar Nebenstrecken. Alles ist möglich. Aber wenn ihr da Ideen habt, lasst es mich wissen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und bis demnächst.